Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 3 auf der PlayStation 5 bei meinem vierten Einlauf auf New Game Plus 3. Ja. Das gemütliche Beisammensitzen hier am Feuerbeinschrein, ein gemütlicher Ausklang von Dark Souls, genau. Und wir sind im drittletzten Bereich, in der drittletzten Rubrik angelangt. Pfeile und Bolzen. Hochinteressant, ja, also wahrscheinlich die interessanteste Rubrik überhaupt, ja. Denn da wird euch jetzt ordentlich was geboten, nämlich, ja. Wir beginnen nämlich gleich mit den Holzpfeilen. Und zwar günstige Holzpfeile, die zwar nur geringe Stärke aufweisen, aber dafür in großen Zahlen ausgerüstet und eingesetzt werden können. Es ist möglich, zwei Pfeilarten gleichzeitig auszurüsten, damit der Schütze je nach Umgebung und Situation zwischen beiden wechseln kann. Ja, wissen wir ja alles, haben wir alles gelernt in der ganzen Dark Souls, ja, Lehre, sage ich mal. Okay, warum habe ich da nur einen? Weil ich alle anderen da draußen habe, beziehungsweise habe ich mir nur einen geholt, habe ich nur, brauche ich nicht mehr. Mehr brauche ich da eigentlich nicht. Ich wollte es nur wegen herzeigen, habe ich den einen nur einen gelassen, das sind Holzpfeile, genau. Weil dann habe ich Federpfeile und Brandpfeile, noch 89 und 99 Stück, weil ich die kann ich nicht mehr zurücklegen, weil ich da schon voll bin. Jetzt. Mehr 600 kann ich nicht einlagern. Ja, darum, darum. Und ja, den einen nur da wegen Lesen und so, wisst ihr Bescheid. Genau. Ja, sonst ist da, ja, man kann es anschauen, physischen Schaden machen sie 30, ja, Grundschaden, ja, das Standard-Holzpfeil. Dann haben wir schon den gewöhnlichen Pfeil, ja, gewöhnliche Pfeile für einen Bogen. Es ist möglich, zwei Pfeilarten, bla bla, haben wir gerade gelesen. Der kann schon ein bisschen mehr, seht's? Der hat schon 45 physischen. Wunderbar, ne? Extrem, ja. Also schon intelligent hier, gell? Also und spannend vor allem, ja. Spannend. So, es geht gleich weiter mit dem großen Pfeil. Wahnsinn, jetzt wird es interessant. Große Pfeile mit großer Stärke, deren Gewicht jedoch ihre Flugstrecke reduziert. Das ist irgendwie logisch, ja. Ja. Irgendwie logisch. Es ist möglich, zwei Pfeilarten, haben wir schon gelesen. Der ist schon wieder ein bisschen stärker. Schaut, von 30 auf 45 auf 55, ja, der große Pfeil. Dann haben wir den Federpfeil, ja. Von Jägern verwendete Pfeile mit roten Federn. Durch ihre große Flugstrecke eignen sie sich gut gegen weiter entfernte Gegner. Es ist möglich, zwei Pfeilarten gleichzeitig auszurüsten, damit der Schütze je nach, weiter lese ich nicht. Haben wir schon gehabt. Und hier, der ist ein bisschen schwächer in der physisch Angriffskraft, allerdings hat der eine weitere Flugreichweite, ja, also der Federpfeil, ja, der geht weiter, dafür verliert er dann an Kraft, natürlich, ist auch klar, irgendwie logischer. Jo. Sonst gibt es eigentlich eh nichts zu sagen. Ja, oh ja, das wollte ich sagen, da gab es einen, wie soll ich sagen, Cheese-Taktik, ja, in Dark Souls 1, im DLC bei Manus, ja, den habe ich auch hergezeigt, wie ich das Spielchen gespielt habe, habe ich auch ein paar Clips gemacht auf meinem Kanal von Dark Souls 1, aber was heißt ein paar Clips, ich habe das komplette Spielchen gemacht und im DLC habe ich dann diese Cheese-Taktik angewandt, ja, um es euch zu zeigen, weil normal gewinnen gegen Manus kann jeder, ne? Das ist keine Kunst, ne? Aber die Cheese-Taktik kennt erstens einmal nicht jeder und dies kennen, können es dann oft auch nicht einmal, ja, also selbst dies dann die noch cheesen wollen, schaffen es nicht, ja? Weil es entweder zu dämlich sind, auf ihn zu schießen, nicht einmal wissen, wo sie hinschießen sollen, beziehungsweise die falschen Pfeile nehmen. Und da sind wir schon beim Punkt. Genau. Denn man nehme Federpfeile, ja? Und schießt dann nach unten auf ihn, in die Senke rein, ja? Auf ihn rein, ja? Heraus noch, ja? Aber ich will gar nicht mehr erzählen und mehr verraten. Erstens einmal ist das eine andere Geschichte. Das ist Dark Souls 1. Schaut einfach auf bei meinen Videos nach, ja. Und schaut sich das an. Unvorstellbar, ja. Es ist
oft gezeigt worden, aber keiner hat so gut hingebracht wie ich. Keiner. Na, Spaß beiseite. Na, natürlich haben es die anderen viel besser gemacht wie ich, aber bei mir ist auch sehr, sehr, sehr interessant. Ja. Schaut sich das bitte an, man kann ihn echt toll schießen. Na, ich wollte einfach nur sagen, Federpfeile sind einfach ja, besser. Ja. Sie haben eine höhere Reichweite. Man hat schon eine richtige lange, weite Entfernung, dass man Manus auch wirklich schön trifft. Ja. Und man kann ihn da wirklich von heroben, noch vorm Nebeltor, ja, bevor man überhaupt erstmal reinkommt, kann man den schon mehr oder weniger killen. Ja. Also ein bisschen, ja, cheesy halt, aber ja, kann man machen. Jo, wollte ich nur ganz kurz so nebenbei sagen. Dann haben wir schon, machen wir es so wieder, habe ich gelesen, habe ich schon, ja. Dann haben wir die Brandpfeile. Was habe ich überhaupt da ausgerüstet? Federpfeile und Brandpfeile. Okay, Feder und Brandpfeile habe ich da eh auch liegen. Eh die zwei da eben. Brandpfeile, verschießt Pfeile mit brennenden Spitzen und verursacht Feuerschaden. Es ist möglich, zwei Pfeilarten gleichzeitig auszurüsten, damit der Schütze je nach Umgebung und Situation zwischen beiden wechseln kann. Jo, man kann auch, das habe ich ja auch gezeigt, in einem meiner allerersten Clips, diese Frustelle in Anor Londo im ersten Dark Souls, wie man das sich ein bisschen leichter macht, genau. Und da habe ich ja auch dann von herunten schon auf die zwei Ritter mit den riesigen Bögen, ja, mit diesen Großpfeilen, ja, eben diese Fruststelle schon geschossen, ja. Und da ist es auch sinnvoll, man kann eben diese Brandpfeile nehmen oder, ich weiß nicht, ob es da Federpfeile auch schon gegeben hat in Dark Souls, weiß ich jetzt gar nicht. Das ist schon so lange her, wie ich das Video gemacht habe. Aber ich glaube, da habe ich auch diese Brandpfeile dann verwendet. Weil die brennen dann auch noch nach und dann brauchst du nicht so viele Pfeile bei den Gegnern. Jedenfalls, ja, die halt dann killen und dann kann man schön ohne Probleme rauf, dann geht das viel einfacher. Aber wie gesagt, auch diesen Clip würde ich euch ans Herz legen und euch empfehlen. Ja. Sehr, sehr, sehr lehrreich. Ja. Okay, gut, aber jetzt habe ich wirklich genug Werbung in eigener Sache gemacht. Es geht nämlich weiter hier mit den Giftpfeilen. Das Pendant eigentlich zu den Brandpfeilen. Ja. Dasselbe machen die halt dann Giftschaden, ne, zusätzlich noch. Ja. Der verursachte Giftschaden führt Feinde mit jedem Treffer ihrem Ende entgegen. Das haben sie gut geschrieben, das ist ein sehr hübscher Satz. Dann haben wir noch Finsternispfeile, ja? Ritualpfeile, die von wilden Jägern verwendet worden sein sollen und dunklen Elementarschaden verursachen. Führt mir gut. Es ist also ganz gefährliche Pfeile sind das. Es heißt, dass diese Pfeile den Tod aus ihren Zielen herausschälen. Ja? Die schälen einem den Tod heraus, ja. Allerdings tendieren Wilde häufig zu Übertreibungen. Also das ist die andere Seite wieder dann. Ne? Okay. Ach gut, ne? Mondlichtpfeil. Angeblich nutzen die Finstermondritter diese magischen Pfeile. Sie sind mit silbernem Licht durchwirkt und verursachen Magieschaden. Und das sind, glaube ich, diese Pfeile, da habe ich leider Gottes nur 18, muss man schauen, ob die kaufen kann. Mit die kann man, die würden auch super dazu bauen, zu dem einen Bogen, wo ich sagte, Wahnsinn, das ist ja nicht einmal ein Großbogen und der hat so eine Wahnsinnsmörder Angriffskraft, ja, weiß ich nicht, das muss ich mir nochmal anschauen mit dem Bogen, ob das wirklich so gut ist, wie ich glaube. Ja, und dann kommen wir schon zu den Großpfeilen und da braucht man eben dann schon den Großbogen, ja. Und so, das ist eben dieser Drachentöter-Großbogen, der auch dann mit diesen Drachentöter-Großpfeilen dann gut kombiniert. Diese speerartigen Pfeile wurden vom Riesenschmied der Götter angefertigt. Riesenschmied, da fangen sie mich gleich wieder. Da muss ich gleich wieder platzen. Riesenschmied, mein Freund. Mein Freund der Schmied. Tot ist er. Sie können nur mit großen Bögen verwendet werden. Angeblich verwendeten Drachenreiter im Zeitalter der Götter diese großen Pfeile. Sie durchschlagen praktisch alles mit Leichtigkeit, auch Menschen. Hat doch übrigens im ersten Dark Souls im DLC dieser Riese dann ja den Drachen runtergeholt, ne? Den, wo ich den Namen immer noch nicht weiß, ne?
Das ist auch so eine Nemesis von mir, ja. Aber der Kampf war dann schon um einiges leichter als so. Es gibt aber auch da irgendeine Cheese-Taktik, dass man den sogar töten kann, in der ersten Phase, bevor er überhaupt noch, bevor man den Riesen dann zur Hilfe holt, ja. Das geht alles irgendwie, ja. Aber ja, gut. Das ist der Drachentöter-Großpfeil gewesen. Dann haben wir die Drachentöter-Blitzpfeile. Diese speerartigen, mit Blitzen umhüllten Pfeile wurden vom Riesenschmied der Götter angefertigt. Sie können nur mit großen Bögen verwendet werden. Blitze waren die Waffen der Drachentöter, schon seit der Zeit der ersten Fürsten Gwyn. Schon seit der Zeit des ersten Fürsten Gwyn, so rum. Ich kann nicht mehr lesen heute. Ohne Töter Großpfeile. Große Pfeile, die im Kampf gegen die riesenhaften gehörnten Oni in den östlichen Landen eingesetzt wurden. Sie können nur mit großen Bögen verwendet werden. Ja, selber wieder. Sie wurden aus den Federn einer alten Krähe gefertigt. Und ihr Flug soll so geradlinig sein wie ihr Meister. Okay. Aber die schauen optisch hübsch aus. Das muss man wirklich sagen. Sind optisch die schönsten bis jetzt, finde ich. Ja, denn die Mühlenforst-Großpfeile kennen wir auch schon. Da haben ja diese Freaks damit geschossen, die Mühlenforstritter. Schwere, robuste Großpfeile aus schwarzer Eiche verursachen hohen Schaden, aber ihre Reichweite ist kurz. Nur mit Großbogen einsetzbar. Es heißt, die Mühlenforstritter hätten damit ihren Erzfeind bekämpft, den Drachen des Abgrunds. Dann haben wir Holzbolzen. Günstige Holzbolzen, die Bolzen wiederum, die sind jetzt für keine Bögen, sondern für die Armbrüste zuständig. Ja? Günstige Holzbolzen, die zwar nur geringe Stärke aufweisen, aber dafür in großer Zahl ausgerüstet und eingesetzt werden können. Es ist möglich, zwei Bolzenarten gleichzeitig auszurüsten, damit der Schütze je nach Umgebung und Situation zwischen beiden wechseln kann, wie es auch schon bei den Bögen war, bei den Pfeilen war. Standardbolzen, gewöhnliche Bolzen, also das ist schon eine spannende Rubrik, gell? Also da, das ist wirklich extrem cool. Gewöhnliche Bolzen für eine Armbrust. Es ist möglich, zwei Bolzenarten gleichzeitig auszurüsten, damit der Schütze je nach Umgebung und Situation zwischen beiden wechseln kann. Schwere Bolzen, große Bolzen mit großer Stärke, deren Gewicht jedoch ihre Flugstrecke reduzieren. So, das andere lese ich jetzt nicht mehr. Scharfschützenbolzen. Diese rot gefiederten Bolzen nutzen die Scharfschützen von Kariben. Durch ihre große Flugstrecke eignen sie sich gut gegen weit entfernte Gegner. Eigentlich werden sie nur in Präzisionsarmbrüsten in Karim genutzt, aber sie passen in jede Art von Armbrust. Na Gott sei Dank. Blitzbolt, was, da mit 242? Wahnsinn! Blitzbolt, da wäre es wirklich einmal interessant, eine Armbrust einmal zu holen. Diese von Blitzen durchwirkten Bolzen wurden vom Riesenschmied der Götter angefertigt. Die Götter nutzen jedoch keine Armbrüste. Die Bolzen sind wohl Artefakte aus der drachenlosen Zeit, als der Pakt zwischen Göttern und Menschen geschmiedet wurde. Splitterbolzen. Diese Bolzen explodieren sofort nach ihrem Ab. Ah, das sind diese. Sind das die gewesen? Sie ermöglichen ungewöhnliche Schüsse und setzen Splitter frei, die schlimme Blutungen verursachen. Es sind zwar Prototypen von Edmond, dem Waffenschmied, aber jeder einzelne ist sein Geld wert. Waren das die, wo ich da runtergegettert bin? Ihr wisst noch Bescheid, in der gemalten Welt, nicht von Ariandel, oh ja, Ariandel war es, genau, gleich nachdem wir da rausgekommen sind, dann, wo die Hängebrücke war, wo wir runtergeklettert sind, dann Richtung Großwolf-Boss. Da habe ich ja, glaube ich, eine Stunde verschissen. Das war der dämlichste Part ever, glaube ich. Wo ich da immer von diesen Freaks da getroffen wurde und die, bis ich es endlich einmal gecheckt habe, was da überhaupt los war. Ich habe immer geglaubt, da hat mich dann anschließend schon wieder ein zweiter Pfeil oder Bolzen getroffen. Dabei war das die Explosion von dem, ja. Die war zeitverzögert, die hat einen mal getroffen, beziehungsweise wenn die irgendwo daneben eingefahren ist, hat eine Sekunde oder zwei Sekunden später die dann erst detoniert, ist explodiert
Und ich dachte, das war schon wieder der nächste Bolzen oder der nächste Pfeil. Da war das jetzt die Explosion von diesem. Und ich glaube, das waren diese Splitterbolzen. Also das war Horror, ne? Ich habe es nicht gecheckt. Ich habe es einfach nicht gecheckt. Da habe ich ewig gebraucht darunter. Marantana. Okay, last but not least. Explodierender Bolzen. Oder waren es die? Diese Bolzen explodieren beim Aufschlag und verursachen in nächster Nähe Feuerschaden. Durch ihr hohes Explosionsrisiko ist die Anzahl, die ein Schütze mitnehmen kann, stark begrenzt. Es sind zwar Prototypen vom Edmond, dem war, ja, das haben wir schon gelesen, aber ich glaube, einer von den zwei war es. Ich glaube, die sind dann da eingefahren und das war immer dann, kurz drauf war dann eine Explosion noch. Ich muss mal kurz schauen, haben wir. War noch nicht so lang, aber ich weiß nicht, soll ich, nein, mit den Ringen will ich aber nicht anfangen noch. Fang schon an wie Sigurd, ne? Jo, nein, ich werde dann ist der Part halt kürzer, ist wurscht, ne? Ein Part mehr oder weniger macht, spielt jetzt auch keine Rolle mehr. Glaube ich, wir sind bei hübsch 80 Parts jetzt, glaube ich, schon. Jetzt ist dann aber auch schon wurscht, ne? Ich habe gewusst, das werden extrem viele Parts werden. Aber ich habe gewusst, das ist auch der letzte Dark Souls Run von mir. Und ja, den mache ich halt dann gescheit. Wenn schon, denn schon, ne? Gut, drum werde ich jetzt hier mal beenden. Machen wir so und das nächste Mal dann gleich die Ringe. Jo, so machen wir das. In diesem Sinne, Dankeschön fürs Zusehen, fürs Zuhören. Und das nächste Mal haben wir dann Ringtime, ja? Ring, ring, ring. Wie heißt das Aberlied? Ring, ring, ring. Ja, wisst ihr Bescheid. Okay, dann macht's gut und ciao, bis zum nächsten Mal.